Es ist für mich eine bewegende Stunde hier an der Freundschaftsbrücke in Bad Radkersburg, die vor 50 Jahren von Marschall Tito und Franz Jonas und dem alten Grein eröffnet wurde. Immer wenn ich da bin, sehe ich den Turm heruntergeschossen. 91, als die Slowenen um die Unabhängigkeit gekämpft haben, und natürlich auch 2015, als hier tausende Flüchtlinge zu uns gekommen sind. Die Brücke erzählt bewegende Geschichten und Geschichte, aber jetzt gibt's Frieden, Freiheit und Wohlstand, diesseits und jenseits. Wir sind glücklich, vom Gegeneinander über das Nebeneinander zum Miteinander gekommen zu sein.